Moin Moin, hier ist der Jörg wieder von YouTube-Kanal Joggler66 und heute gibt's eine weitere Lesung des Buches von Alexander Hislop von Babylon nach Rom. Wir sind immer noch eigentlich im zweiten Kapitel und haben da noch zwei Dinge zu besprechen. Den Tod des Kindes und das Kind wird zum Gott erhoben. Danach schließen wir noch eben ab mit der Mutter des Kindes. Soweit sind wir schon gekommen. Nun, das geht im Grunde über in total knapp 17 Seiten. Ich habe die letzten Tage dafür gebraucht, um mich darauf vorzubereiten und diese Lesung vorzubereiten. Das kommt nicht aus dem Nix und ich fürchte, dass das zwei Teile von wahrscheinlich ungefähr jedes eine Stunde werden oder vielleicht sogar drei Teile, weil das ist unglaublich intensiv, diese Lesung. Also, kann ich jedem nur anraten, der es gerne hören möchte. Lehnt euch gemütlich in eurem Sessel zurück, stülpt die Kopfhörer auf, macht die Augen zu, um euch gut zu konzentrieren oder haltet die Augen auf, um die Bilder in dem Video zu sehen. Auch nicht so dumm, Jörg, das zu sagen, wenn Sie schon ein Video schauen. Auf jeden Fall nehmt euch eine Tasse Kaffee oder was immer ihr gerne zwischendurch habt, um euch ein bisschen zu erfrischen und euch gut konzentrieren zu können. Wobei ich keinen Kaffee propagandiere, um zu trinken, weil das ist giftiges Zeugs, aber ich trinke es auch manchmal, ich kann es auch nicht helfen. Das Fleisch ist willig. Aber der Geist ist schwach, oder wie sagt man das? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Egal, ihr versteht schon, was ich meine. Ne? Man macht manchmal solche Sachen, auch wenn man weiß, dass es nicht gut für einen ist. Hab ja auch jahrelang geraucht, wusste auch, dass es nicht gut ist. Jedenfalls, nehmt euch irgendwas, um es euch gemütlich zu machen, lehnt euch im Sessel zurück und konzentriert euch auf die Lesung oder nehmt vielleicht sogar das Buch mit bei. Allzu viele Kommentare mache ich am Anfang nicht, aber je weiter ich in das Buch reingehe, desto mehr Kommentare kommen. Nicht nur von mir, sondern vor allen Dingen auch die Fußnoten sind unglaublich wichtig und wir sind auf der Seite, wo wir hier im Augenblick stehen, Seite 58 sind wir schon bei über 200 Fußnoten und teilweise sind die halt sehr, sehr wichtig und deswegen nehme ich sie auch mit in die Lesung auf. Also ich fange an mit dem Unterabschnitt 2d, der Tod des Kindes, auf Seite 58 in dem PDF-Dokument, woher ich das Buch habe. Über den Tod Nimrods bewahrt die Heilige Schrift völliges Stillschweigen. Es gab eine alte Überlieferung, er habe ein gewaltsames Ende gefunden. Die Umstände dieses Endes jedoch, wie sie das Altertum darstellt, sind von Fabeln verschleiert. Es wird gesagt, der Turm von Babel sei durch gottgesandte Windstürme umgestürzt worden und Nimrod in seinen Ruinen umgekommen. Das kann jedoch nicht zutreffen, denn es gibt ausreichend Beweise dafür, dass der Turm zu Babel noch lange nach Nimrods Zeit stand. In Bezug auf den Tod des Ninus, also Nimrod, nun spricht die Weltgeschichte dunkel und geheimnisvoll. Obwohl ein Bericht erzählt, dass er einen gewaltsamen Tod erlitt, ähnlich wie Penteus oder Pentheus, Lycurgus und Orpheus oder Orpheus. Ich spreche das eigentlich lieber Orpheus aus, das ist deutlicher, glaube ich. Wenn ihr lieber Orpheus sagen wollt, könnt ihr das. Also ich probiere hier EU immer EU auszusprechen und nicht EU davon zu machen. Jedenfalls von dem man sagte, dass sie in Stücke gerissen wurden. Jedoch erhalten wir dadurch, dass wir die Gleichstellung Nimrods mit dem ägyptischen Osiris belegt haben, Klarheit über Nimrods Tod. Osiris erlitt einen gewaltsamen Tod. Und dieser gewaltsame Tod des Osiris war das Hauptthema des ganzen Götzendienstes in Ägypten. Wenn Osiris Nimrod war, war jener gewaltsame Tod, den die Ägypter bei ihren jährlichen Festlichkeiten so ergreifend beklagten, eben der Tod Nimrods. Die Berichte über den Tod des bei den verschiedenen Mysterien der jeweiligen Länder verehrten Gottes beinhalten alle das Gleiche. Eine Aussage Platos, na, wir sind ja auch in Griechenland, scheint zu zeigen, dass zu seiner Zeit der ägyptische Osiris als identisch mit Tammuz betrachtet wurde. Und Tammuz soll bekanntermaßen Adonis gewesen sein, der berühmte Jäger, zu dessen Tod Venus so bittere Wehklagen angestimmt haben soll. Wie die Frauen Ägyptens um Osiris weinten und die phönizischen und assyrischen, also auch babylonischen Frauen um Tammuz, so weinten auch in Griechenland und Rom die Frauen um Bacchus, dessen Name der Beklagte oder Betrauerte bedeutete, wie wir bereits gesehen haben. In Zusammenhang mit den Wehklagen der Bacchanalien wird sich nun die Bedeutung der Beziehung zwischen Nebros, dem gepunkteten Rekitz, und Nebrod, dem gewaltigen Jäger, herausstellen. Nebros oder das gepunktete Rekitz war das Symbol des Bacchus, der Nebrod oder Nimrod selbst darstellte.
Zu bestimmten Anlässen bei den mystischen Feiern wurde nun Nebros, das gepunktete Rehkitz, in Stücke gerissen. Ausdrücklich, wie wir von Potius erfahren, zum Gedenken dessen, was Bacchus zustieß, denn den dieses Rehkitz darstellte. Das in Stücke reißen des Nebros, des Gepunkteten, bestätigt die Folgerung, dass der Tod des Bacchus ebenso wie der Tod des Osiris den Tod Nebrots darstellte, den die Babylonier unter eben diesen Namen der Gepunktete anbeteten. Obwohl wir keinen Bericht über Mysterien finden, die in Griechenland zum Gedenken Orions gehalten wurden, des riesigen und mächtigen von Homer unter diesem Namen gefeierten Jägers, wurde doch symbolisch von ihm gesagt, dass er in ähnlicher Weise wie Osiris starb und dann in den Himmel versetzt wurde. Nun lesen wir kurz die Fußnote, die der Autor hier beisetzt. Ovid sagt nämlich, Orion sei wegen seiner großen Kraft derartig von Stolz erfüllt gewesen, dass er großsprecherisch prahlte, kein Wesen auf Erden könne es mit ihm aufnehmen, worauf ein Skorpion erschien und er zu den Sternen hinzugefügt wurde, so der Dichter. Das Wort für Skorpion ist im Chaldäischen Akrab, aber in AKRAB, also AK und RAB, Akrab unterteilt, bedeutet es der große Unterdrücker. Und dies ist die verborgene Bedeutung des im Tierkreis dargestellten Skorpions. Dieses Zeichen versinnbildlicht den, der den babylonischen Gott absetzte und das System unterdrückte, das er aufrichtete. Während die Sonne im Skorpion stand, verschwand Osiris in Ägypten und große Wehklagen wurden wegen seines Verschwindens abgehalten. Ein weiterer Sachverhalt wurde mit dem Tod des ägyptischen Gottes verwechselt. Aber es muss besonders darauf hingewiesen werden, dass Osiris dann verschwand, als der Skorpion im Aufgehen war, da Orion infolge seines Streites mit einem Skorpion zu den Sternen hinzugefügt wurde. Nun fährt der Autor fort, persische Quellen versichern uns ausdrücklich, dass Nimrod nach seinem Tode unter dem Namen Orion zum Gott erhoben wurde und unter die Sterne eingereiht wurde. Hier haben wir nun umfassende und bestätigende Beweise, die alle zu einer Schlussfolgerung führen. Dass der Tod Nimrods, des in den Armen der Muttergöttin Babyloniens verehrten Kindes, ein gewaltsamer Tod war. Als nun dieser mächtige Held mitten in seiner glanzvollen Laufbahn plötzlich durch einen gewaltsamen Tod fortgenommen wurde, war der durch diese Katastrophe verursachte Schock offenbar enorm. Als sich die Nachricht verbreitete, hatten die begeisterten Anhänger des Vergnügens das Gefühl, als sei der größte Wohltäter der Menschheit nicht mehr da, und die Fröhlichkeit der Völker erlosch. Laut war das Klagen, das überall wegen einer so furchtbaren Katastrophe von denen zum Himmel emporstieg, die vom ursprünglichen Glauben abgefallen waren. Dann begann jenes Wehklagen um Tammuz, in dessen Schuld sich auch die Töchter Israels verwickeln ließen, und das nicht nur anhand der Annalen der klassischen Antike, sondern auch der Weltliteratur von Ultima Thule bis Japan nachgewiesen werden kann. Nun, hier habe ich gerade eben ein Wort gelesen, das hat mein Interesse geweckt. Sondern auch in der Weltliteratur von Ultima Thule bis Japan nachgewiesen werden kann. Habt ihr eine Ahnung, was Ultima Thule ist? Also ich nicht. Und Thule hat mich dann erinnert an die Thule-Gesellschaft, von der man ja sagt, Hitler war ein Mitglied davon. Das muss eine Geheimgesellschaft um der Zeit des Dritten Reiches rum gewesen sein. Man hat natürlich auch noch die Virgil-Gesellschaft und solche ganzen Sachen, aber eben Thule-Gesellschaft. Also, weil im Buch hier, ich gerade das vorgelesen habe, Ultima Thule erwähnt wurde, machte ich mich ein bisschen auf die Suche. Hitler war ja angeblich, wie ich gerade schon sagte, ein Mitglied der Thule-Gesellschaft und ich gehe da jetzt auch nicht weiter drauf ein, nur gebe ich hier die Links, die ich mir dann angesehen habe. Das heißt, die Links werde ich entweder gleich in das Video einblenden oder aber die findet ihr später in jedem Fall in der Beschreibungsbox des Videos unten drunter. Ich bitte zu berücksichtigen, wenn ihr das nachgeht, dass Wikipedia eine nur bedingt zuverlässige Quelle ist und Dinge, die man dort liest, mit mehreren Quellen abgleichen sollte. Aber selbst diese Wikipedia-Quelle hat einiges Interessantes hervorgebracht. Zum Selbststudium hier, in der Beschreibungsbox des Videos, wie ich bereits sagte, die Links, dass sich bitte jeder sein eigenes Bild macht. Im Buch wurde Ultima Thule erwähnt, hier die Links, denen ich nachgegangen bin. Also das ist Google-Suchmaschine
und dann Wikipedia, Thule Mythos und Thule Gesellschaft. Was ich nun interessant fand, war die Aussage in Wikipedia auf der Thule Gesellschaftsseite, der letzten ist es, glaube ich. Zitat: Nach dem gewaltsamen Ende der Münchner Räterepublik zerfiel die Thule Gesellschaft und verlor ihre Bedeutung in der völkischen Bewegung. Zitat Ende. Als ich das gelesen habe, ließ mich das denken an die Jesuitentaktik Blown Cover as Cover, wie Tupper Saucy in seinem Buch Rulers of Evil beschreibt. Was heißt Blown Cover as Cover? Ja, schaut euch Rulers of Evil an. Ich habe keine Lust, das hier jetzt alles bis ins Detail zu erklären. Aber ich finde, das ist etwas zum Nachdenken. Weil im Grunde geht das darauf heraus, dass die Thule-Gesellschaft sozusagen in Mitte der 20er Jahre bereits aufgehört hat zu existieren. Das kann man glauben, das kann man nicht glauben. Wie gesagt, eine Sache, um mal selbst Nachforschung anzustellen. Weil eben der Autor hier dieses Ultima Thule bis Japan von der klassischen Antike nachgewiesen hat, schreibt. Und das hat mich halt ein bisschen interessiert. So, jetzt schweife ich ein bisschen weniger ab und fahre fort am Ende der Seite 59. Von der Verbreitung solcher Wehklagen in China sagt Reverend W. Gillespie folgendes, Zitat: Das Drachenbootfest findet etwa zur Sommersonnenwende statt und ist eine sehr aufregende Zeit. Vor etwa 2000 Jahren lebte ein junger chinesischer Mandarin, Wat Yune, der die höchste Achtung und Liebe des Volkes genoss. Zur Trauer aller wurde er plötzlich im Fluss ertränkt. Viele Boote fuhren sofort aus, um ihn zu suchen, aber seine Leiche wurde nie gefunden. Seit dieser Zeit fahren an dem gleichen Tag des Monats die Drachenboote aus, um ihn zu suchen. Zitat Ende. Der Autor fügt dann noch hinzu: Es ist ein wenig wie das Trauern um Adonis oder das Weinen um Tammuz. Erinnert ihr euch noch? Das in der Schrift erwähnt wird. Dass der große Gott Buddha allgemein in China als Schwarzer dargestellt wird, mag dazu dienen, den geliebten Mandarin zu identifizieren, dessen Verlust auf diese Art jährlich beweint wird. Das religiöse System Japans deckt sich übrigens weitgehend mit dem Chinas. In Island und ganz Skandinavien gab es ähnliche Wehklagen um den Verlust des großen Balder. Da will ich eben mal hinweisen drauf, das sagt er hier nicht, aber das sage ich euch. Balder, Baal, da seht ihr die Abstimmung von. Ja? Gemäß dem, was im Schicksalsbuch geschrieben stand, wurde Balder durch den Verrat des Gottes Loki, des Geistes des Bösen, Zitat, getötet, obwohl das Himmelreich auf sein Leben angewiesen war. Zitat Ende. Sein Vater Odin, Zitat, erfuhr das schreckliche Geheimnis aus dem Schicksalsbuch, als er eine der Völvas von ihrem höllischen Aufenthaltsort heraufbeschwor. Alle Götter zitterten, als sie von diesem Ereignis hörten. Dann wandte sich Frigga, die Frau Odins, an jeden Gegenstand, ob belebt oder unbelebt, damit sie einen Eid ablegten, Balder nicht zu töten oder Waffen gegen ihn zu beschaffen. Feuer, Wasser, Stein und Vegetation hatten sich an diese feierliche Verpflichtung gebunden. Nur eine Pflanze, die Mistel, wurde übersehen. Loki entdeckte diese Auslassung und machte diesen verachtenswerten Strauch zur fatalen Waffe. Bei dem kriegerischen Zeitvertreib der Valhalla, das beschreibt also die Götterversammlung, musste man Wurfspieße auf den unverletzlichen Gott werfen, der sich ein Vergnügen daraus machte, seine schöne Brust ihren Waffen auszusetzen. Bei einem Turnier dieser Art legte der böse Geist einen kleinen Zweig der Mistel in die Hände des blinden Höd. Und als er sein Ziel anpeilte, erfüllte sich die gefürchtete Vorhersage durch einen unbeabsichtigten Brudermord. Kleine Beinote hier, auch beim Theokritos wird gesagt, dass der Eber, der Adonis tötete, habe dies versehentlich getan. Auch hierüber lesen wir im nächsten Kapitel, also im nächsten Abschnitt, also im Kapitel 3. Erinnert euch dann da mal dran, zurückzugehen auf Seite 59. Die Zuschauer waren sprachlos vor Verwunderung und ihr Unglück war umso größer, da aus Achtung vor der Heiligkeit des Ortes niemand wagte es zu rächen. Mit Tränen des Wehklagens trugen sie den leblosen Körper hinaus an die Küste und legten ihn auf ein Schiff als Scheiterhaufen, zusammen mit dem Leichnam seiner lieben Braut Nana, die an gebrochenem Herzen gestorben war.
Sein Pferd und seine Waffen wurden mitverbrannt, so wie es Brauch bei den Trauerfeierlichkeiten der alten Helden des Nordens war. Zitat Ende. Dann wurde Frigga, seine Mutter, von Kummer überwältigt. Zitat: Untröstlich über den Verlust ihres schönen Sohnes, Ende Zitat, sagt Creighton, sandte sie Hermod, den Flinken, zum Wohnort der Hell, der Göttin der Hölle bzw. der höllischen Gefilde, um ein Lösegeld für seine Befreiung anzubieten. Die dunkle Gottheit versprach, er werde zurückgegeben, vorausgesetzt, alle auf Erden würden um ihn weinen. Daraufhin wurden Boten in die ganze Welt gesandt, um dafür zu sorgen, dass dem Befehl gehorcht wurde. Und dieser allgemeine Kummer war so groß, als hätte ein weltweites Tauwetter eingesetzt. Bei diesen beiden Legenden gibt es beträchtliche Abweichungen von der ursprünglichen Erzählung. Aber der Kern der Erzählung ist im Grunde gleich, was darauf hinweist, dass sie derselben Quelle entstammen müssen. Auf Seite 61 fahren wir dann jetzt fort mit dem nächsten Unterabschnitt 2e, das Kind, das zum Gott erhoben wird. Wenn es jemanden gab, der von dem tragischen Tod Nimrods stärker als alle anderen betroffen waren, dann war es seine Frau Semiramis, die von einer ursprünglich bescheidenen Stellung erhöht wurde, um mit ihm den Thron Babylons zu teilen. Was sollte sie in dieser Not tun? Sollte sie still den Pomp und Stolz hinter sich lassen, zu welchem sie erhoben worden war? Nein, wenngleich der Tod ihres Gatten ihrer Macht einen heftigen Schlag versetzte, wurde ihre Entschlossenheit und ihr grenzenloser Ehrgeiz doch in keiner Weise gehindert. Im Gegenteil, ihr Ehrgeiz setzte zu einem noch größeren Höhenflug an. Zu seinen Lebzeiten, also Nimrod, wurde ihr Mann als Held verehrt. Da er tot war, wollte sie ihn als Gott anbeten lassen. Ja, als den verheißenen Samen der Frau, Zero-Ashtar. Und jetzt erfolgt eine längere Notiz über Zero-Ashtar. Aufgepasst, Leute! Hier haben wir gerade gelesen, dass Semiramis die Rolle des guten Samens für sich beansprucht, aus dem Gott Christus gebären lassen will. Hier finden wir ein prächtiges Beispiel für, wie der Teufel das Wort Gottes um 180 Grad ins Verkehrte umdreht. Das erste Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, also Genesis 3, 15, wie wir auch gleich noch in der kommenden Fußnote jetzt lernen werden. Passt gut auf. Obwohl wir Grund hatten zu folgern, dass Zero, im Chaldäischen der Same, im Griechischen manchmal als Zaira vorkam, wurde Zero recht natürlich auch zu Zoro, was aus der Veränderung von Zerubabel in der griechischen Septuaginta zu Zorobabel ersichtlich ist. Und daher wurde aus Zoroaster, dem Samen der Frau, Zoroaster, die bekannte Bezeichnung für das Haupt der Feueranbeter. Zoroaster kommt auch als Zeroastes vor. Wer in dem guten und sehr gelehrten Werk von Dr. Wilson von Bombay über die Parsenreligion nachschlägt, wird sehen, dass es einen Zoroaster lange vor jenem Zoroaster gab, der unter der Herrschaft von Darius Hystapes lebte. In der allgemeinen Geschichte wird am häufigsten Zoroaster von Baktrien erwähnt, aber die Antike spricht eine klare und deutliche Sprache und sagt, dass der große und erste Zoroaster ein Assyrer oder Chaldäer war und dass er der Gründer des Götzensystems Babylons und damit Nimrod war. Sie ist ebenfalls deutlich in ihrer Aussage, dass er einem gewaltsamen Tod zum Opfer fiel, wie dies auch der Fall bei Nimrod, Tammuz oder eben Bacchus war. Dass Bacchus und Zoroaster identisch sind, wird noch weiter bewiesen durch den Beinamen Pyrisporos, den Bacchus in den Orpheus-Hymnen erhält. Als die ursprüngliche Verheißung Edens in Vergessenheit geriet, ging die Bedeutung des Namens Zero-Ashtar all jenen verloren, die nur die volkstümliche Lehre des Heidentums kannten. Und da Ashtar im Chaldäischen ebenso Feuer wie auch Frau bedeutete und die Riten des Bacchus viel mit Feueranbetung zu tun hatten, wurde Zero-Ashtar als Same des Feuers wiedergegeben.
woher der auf Bacchus angewandte Beiname Pyrrhisporus oder Ignigena, Feuer geboren, kommt. Durch dieses Missverständnis bezüglich der Bedeutung der Bezeichnung Zeroastar bzw. durch deren vorsätzliche Verdrehung durch die Priester, das tun die nämlich auch eben gerade in dieser Beziehung. Die Priester der römisch-katholischen Kirche lügen genauso, haben genauso eine vorsätzliche Verdrehung und lehren euch ein anderes Evangelium als das, was die Bibel euch lehrt. Also, hier kriegen wir das schon in der frühen heidnischen Religion mit, dass durch dieses Missverständnis bezüglich der Bedeutung der Bezeichnung Zeroastar bzw. deren vorsätzliche Verdrehung durch die Priester, die eine Lehre für die Eingeweihten und eine andere für das weltliche, gewöhnliche Volk einzuführen, wünschten, esoterisch und exoterisch, wie ich schon verschiedene Male versucht habe zu erklären, entstand die ganze Geschichte über den ungeborenen Säugling Bacchus, der aus den Flammen gerettet wurde, die seine Mutter Semele verzehrten, als Jupiter sie in seiner Herrlichkeit heimsuchte. Es gab einen anderen Namen, unter dem Zoroaster bekannt war. Und dieser ist nicht wenig lehrreich. Er lautet Zar Adas, der einzige Same. Bei Wilson in Parsi Religion wird der Name als Zoroados oder Sarades angegeben. Während die alten Heiden an oberster Stelle einen einzigen Gott anerkannten, wussten sie auch, dass es einen einzigen Samen gab, auf den sich die Hoffnungen der Welt gründeten. Schaut mal, da haben das also die Heiden mit den Gottesgläubigen gemein. An oberster Stelle erkennen sie einen einzigen Gott an. Sie machen sich hunderte, tausende von Göttern, aber an oberster Stelle erkennen sie einen an, der regiert. Der Unterschied ist, bei den Heiden ist das, zumindest im esoterischen, also im initiierten Wissen, Satan. Ja, und beim Christentum ist das eben der Gott der Bibel, der die Welt und das Universum und alles und jeden erschaffen hat. Jesus Christus. Während die alten Heiden also an oberster Stelle einen einzigen Gott anerkannten, wussten sie auch, dass es einen einzigen Samen gab, auf den sich die Hoffnungen der Welt gründeten. In fast allen Völkern war nicht nur ein großer Gott unter dem Namen Zero oder Zer Same und eine große Göttin unter dem Namen Ashtar oder Isha Frau bekannt, sondern häufig wird der große Gott Zero durch einen Beinamen charakterisiert, der andeutet, dass er, Zitat, der einzige, Zitatende ist. Wie kam es zu solchen Namen oder Beinamen? Nur das erste Buch Mose, also Genesis, Kapitel 3, Vers 15, kann das erklären. Zitat. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Zitat Ende. Der Name Zarades oder Zoroados veranschaulicht auch treffend das Wort des Paulus. Zitat. Nun ist ja die Verheißung Abraham und seinen Samen zugesagt. Er spricht nicht durch die Samen als durch viele, sondern als durch einen, durch deinen Samen, welcher ist Christus. Zitat Ende. Aus dem Buch der Galater, Kapitel 3, Vers 16 aus der Luther 1912 Bibel. Es ist beachtenswert, fahren wir immer noch in der Fußnote fort, dass das moderne System des Parsismus, das bis auf die Reform der alten Feueranbetung zur Zeit von Darius Histapes zurückgeht und die Anbetung der Muttergöttin ablehnte, auch aus dem Namen ihres Zoroasters den Namen der Frau entfernte. Daher heißt im Zend der heiligen Sprache der Parsen ihr großer Reformator Zarathustra. Schon mal gehört? Zarathustra? Das heißt der befreiende Same, wobei der letzte Teil des Namens von Tusht, also T-H-U-S-H-T, Tusht, das bedeutet lösen oder freisetzen, kommt
und daher befreien kommt. Also die Wurzel ist das chaldäische NTHSH, wobei der Anfangsbuchstabe fallen gelassen wird, also THSH, tschüss. Tusch ist der Infinitiv und das angehängte Ra ist im Sanskrit, mit dem das Zend sehr verwandt ist, das bekannte Zeichen für den, der eine Sprache, der eine Sache tut, so wie die Endung ER im Englischen oder im Deutschen. Zarathustra im Zend scheint dann genau die Entsprechung zu Phoronius, dem Befreier, zu sein. Ende dieser ziemlich langen Fußnote. Also fange ich den Satz, den die Fußnote unterbrochen hat, eben nochmal von vorne. Zu seinen Lebzeiten wurde ihr Mann, also Nimrod, der Mann von Semiramis, als Held verehrt. Da er tot war, wollte sie ihn als Gott anbeten lassen, ja, als den verheißenen Samen der Frau, Zeroashtar, der dazu bestimmt war, den Kopf der Schlange zu zermalmen und dessen eigene Ferse deshalb zerstochen werden sollte. Genesis 3,15, ne? Die Patriarchen und die alte Welt im Allgemeinen waren vollkommen mit der großen ursprünglichen Verheißung Edens vertraut und wussten sehr wohl, dass das Zerstechen der Ferse des verheißenen Samens seinen Tod bedeutete. Und der Fluch nur durch den Tod des großen Befreiers von der Welt genommen werden konnte. Wenn die Verheißung des Zermalmens des Kopfes der Schlange, wie im ersten Buch Mose berichtet, unseren Ureltern wirklich gegeben wurde, und wenn die ganze Menschheit von ihnen abstammte, dann könnte man erwarten, dass eine Spur dieser Verheißung in jedem Volk zu finden ist. Und so ist es auch. Es gibt kaum ein Volk oder einen Stamm auf Erden, in dessen Mythologie sie nicht angedeutet wird. Bei den Griechen tötete der große Gott Apollo die Schlange Pytho und Herkules erwürgte Schlangen schon in seiner Kindheit. In Ägypten, in Indien, Skandinavien und Mexiko finden wir deutliche Anspielungen auf dieselbe große Wahrheit. Zitat: Der böse Geist der Feinde des ägyptischen Gottes Horus, so Wilkinson, wird häufig in Gestalt einer Schlange dargestellt, deren Kopf er mit einem Speer durchbohrt. Dieselbe Sage begegnet uns in der Religion Indiens, wo die gefährliche Schlange Kalia von Vishnu getötet wird. Als er in seiner menschlichen Gestalt als Krishna lebte, wie wir in der Abbildung 23 sehen, die ich dann hier in das Video einbaue für euch. Und die skandinavische Gottheit Thor soll den Kopf der großen Schlange mit seinem Stab zerschlagen haben. Er fügt hinzu, der Ursprung dieses Sachverhalts kann leicht auf die Bibel zurückgeführt werden. In Bezug auf einen ähnlichen Glauben unter den Mexikanern sagt Humboldt, Zitat, die Schlange, die der große Geist Teotl tötet, als er die Gestalt einer der untergeordneten Gottheiten annimmt, ist der Geist des Bösen, ein richtiger Kakodämon. Zitat Ende. Wenn man das Thema gründlich untersucht, das rate ich immer an, findet man in fast allen Fällen heraus, dass der die Schlange tötende Gott angeblich Nöte und Leiden ertragen muss, die zu seinem Tod führen. Jetzt muss ich doch mal eben eine Bemerkung machen, die ich mir hier gar nicht notiert habe. Wenn man das Thema gründlich untersucht, findet man in fast allen Fällen heraus, dass der die Schlange tötende Gott angeblich Nöte und Leiden ertragen muss, die zu seinem Tod führen. Was war denn Jesus Christus am Kreuz, als er den Tod überwunden hat und als er der Schlange den Kopf zerdrückt hat, so wie es in Genesis 3,15 steht? Seht ihr, wie das alles auf das wirkliche, wahre Wort Gottes zurückgeht? Und wenn man das gründlich untersucht, findet man in fast allen Fällen heraus, dass der die Schlange tötende Gott, Jesus, war Gott. Im Fleisch, meine ich jetzt, Jesus ist immer noch Gott, aber ich meine, ich spreche hier also auf damals, historisch bezogen, angeblich Nöte und Leiden ertragen musste. Das kann man wohl sagen, was er für Leiden ertragen musste, das kann sich kein normaler Mensch vorstellen, die zu seinem Tode führten. Ja, er wurde gekreuzigt und starb.
Und so verfälschen sie das in der ganzen heidnischen Religion. Und so sehen wir, dass Rom Babylon ist. Aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Machen wir weiter. Am Ende von Seite 61 heißt es dann, so heißt es, das Tor, als es ihm schließlich gelingt, die große Schlange zu vernichten, im Augenblick seines Sieges an den giftigen Dämpfen ihres Atems zugrunde geht. Dies scheint auch genau die Art und Weise gewesen zu sein, in welcher die Babylonier ihren großen Schlangentöter unter den Gestalten ihrer alten Welt darstellten. Sein geheimnisvolles Leiden wird von dem griechischen Dichter Aratos beschrieben, dessen Ausdrucksweise zeigt, dass die Bedeutung der Darstellung im Allgemeinen verloren gegangen war, als er schrieb, wenn sie auch im Licht der Heiligen Schrift sicherlich zutiefst bedeutungsvoll ist. Zitat: Eine menschliche Gestalt, von Mühe geplagt, erscheint, und doch ihr Name ungewiss bleibet, noch erkannt die Mühe, die er erleidet. Doch da er scheint auf seine Knie zu fallen, ungebildete Sterbliche ihn Engonasis nennen wollen, und während die furchtbaren Hände empor erstreckt, rollt unter ihm der Kopf des Drachens, ein Schreck, und scheinbar unbeweglich und fest sein rechter Fuß, auf dem geschliffenen Kamm des sich krümmenden Monsters ruht. Zitat Ende. Die so dargestellte Konstellation ist durch eben diese Beschreibung des griechischen Dichters allgemein unter dem Namen der Kniende bekannt. Aber es ist klar, dass Engonasis, da es von den Babyloniern stammt, nicht in griechischem, sondern in einem chaldäischen Sinn interpretiert werden muss. Und so verstanden ist der Titel des geheimnisvollen Leidenden, wie es die Handlung der Gestalt selbst impliziert, einfach der Schlangentöter. Manchmal jedoch wurde das eigentliche Töten der Schlange als sehr viel leichterer Vorgang dargestellt. Und doch war auch dann der Tod die letzte Konsequenz. Und dieser Tod des Schlangentöters wird so beschrieben, dass kein Zweifel bleibt, woher die Sage stammte. Dies ist insbesondere der Fall bei dem indischen Gott Krishna, den Wilkinson in dem bereits genannten Auszug erwähnt. In der Legende über ihn ist die ganze ursprüngliche Verheißung aus Eden in sehr auffallender Weise enthalten. Zunächst wird er in Bildern und auf Statuen mit seinem Fuß auf dem Kopf der großen Schlange dargestellt, und nachdem er sie getötet hat, wird dann von ihm erzählt, er sei daran gestorben, dass ihm ein Pfeil in den Fuß geschossen worden sei, und wie im Falle des Tammuz werden jährlich große Wehklagen um seinen Tod abgehalten. Nun, das mit dem Pfeil in den Fuß, das macht euch sicher denken an eine Sache, die ich jetzt vorlese. Wenn nicht, schaut nochmal den Film Troy, wenn ihr den mal geguckt habt. Auch in Griechenland finden wir in der klassischen Geschichte von Paris und Achilles eine sehr deutliche Anspielung auf diesen Teil der frühen Verheißung, der sich auf das Zermalmen der Verse des Eroberers bezieht. Achilles, der einzige Sohn einer Göttin, war an allen Stellen außer seiner Ferse unverwundbar. Dort jedoch war eine Wunde tödlich. Darauf zielte sein Gegner und der Tod war die Folge. Habt ihr Troy gesehen? Troja? Erinnert ihr euch das? Brad Pitt hat den Achilles dargestellt. Und so kann man mal sehen. Tja, ich war früher so weltlich, der Film ist schon einige Jahre alt, ich habe den damals gesehen, aber sowas erinnert man sich doch immer. Wir sprechen ja heute noch von der Achillesferse, ne? Wenn es nun solche Beweise dafür gibt, dass sogar die Heiden noch wussten, dass der verheißene Messias durch sein Sterben den Tod mitsamt denen vernichten sollte, der die Macht über den Tod hat, also den Teufel, um wie viel lebendiger muss allgemein das Wissen der Menschheit hinsichtlich dieser lebenswichtigen Wahrheit in den frühen Tagen der Semiramis gewesen sein, als sie der Urquelle der göttlichen Überlieferung noch so viel näher waren. Wenn daher der Name Zoroastes, Same der Frau, dem gegeben wurde, der mitten in einer erfolgreichen Laufbahn von falscher Anbetung und Abfall umgekommen war, kann es keinen Zweifel an der Bedeutung geben, die dieser Name übermitteln sollte.
Statt die Verleihung eines solchen Titels zu verhindern, begünstigte der gewaltsame Tod des Helden, der nach Meinung seiner Anhänger die Menschheit so sehr gesegnet hatte, ihnen ein glückliches Leben ermöglichte und sie von der Furcht des kommenden Zorns befreite, vielmehr den kühnen Plan. Damit diejenigen den Plan gutheißen, die eine Entschuldigung für fortgesetzten Abfall vom wahren Gott wünschten, musste lediglich bekannt gemacht werden, dass der große Schutzherr des Abfalls sich selbst freiwillig zum Wohle der Menschheit geopfert hatte, wenn er auch der Bosheit des Menschen zum Opfer gefallen war. Seht ihr die Parallelen zu Jesus, die hier gemacht werden? Der große Schutzherr des Abfalls sich selbst freiwillig zum Wohle der Menschheit geopfert hatte? Daniel 9, Vers 26. Und genau das wurde auch getan. Die chaldäische Fassung der Geschichte des großen Zoroaster lautet, dass er zum obersten Gott des Himmels betete, er solle ihm das Leben nehmen und sein Gebet erhört wurde und er entschlief. Wobei er seinen Nachfolgern versicherte, dass die Herrschaft niemals von den Babyloniern weichen werde, wenn sie seiner stets mit gebührender Achtung gedachten. Was Berosus, der babylonische Historiker, von dem Abschneiden des Kopfes des großen Gottes Belus sagt, geht deutlich in dieselbe Richtung. Belus, so sagt Berosus, befahl einem der Götter, ihm seinen Kopf abzuschneiden, damit durch das Blut, das durch seinen eigenen Befehl und mit seiner eigenen Zustimmung vergossen wurde, neue Wesen entstünden, sobald es sich mit der Erde vermischte. Die erste Schöpfung wurde dabei als eine Art Fehlschlag dargestellt. So wurde der Tod des Belus, der Nimrod war, wie der Tod des Zoroaster als vollkommen freiwilliger Tod dargestellt, dem er sich zum Wohl der Welt unterwarf. Anscheinend wurden die geheimen Mysterien erst dann eingeführt, als der tote Held zum Gott erhoben werden sollte. Die frühere Form des Abfalls zu Nimrods Lebzeiten scheint offen, ja öffentlich gewesen zu sein. Nun spürte man anscheinend, dass die Öffentlichkeit nicht mehr in Frage kam. Der Tod des großen Anführers des Abfalls war nicht der Tod eines im Kampf gefallenen Kriegers, sondern eine Handlung von richterlicher Strenge, die ihm feierlich auferlegt wurde. Dies wird durch die Berichte des Todes sowohl von Tammuz als auch Osiris eindeutig nachgewiesen. Folgendermaßen lautet der Bericht von Tammuz, den der berühmte Maimonides erstattet, der alles Wissen der Chaldäer gründlich studierte. Zitat: Als der falsche Prophet namens Tammuz einem gewissen König predigte, er solle die 7 Sterne und die 12 Tierkreiszeichen anbeten, befahl dieser König, ihn einen schrecklichen Tode sterben zu lassen. In der Nacht seines Todes versammelten sich alle Statuen von den Enden der Erde im Tempel Babylons bei dem großen Bildnis der Sonne, das zwischen Himmel und Erde aufgehängt war. Dieses Bildnis warf sich mitten im Tempel nieder, und so taten auch alle anderen Bildnisse ringsumher. Gibt es noch ein besseres Beispiel für Sonnenanbetung? Während es ihnen alles berichtete, was Tammuz zugestoßen war. Die Bildnisse weinten und klagten die ganze Nacht. Wie machen sie das denn? Gott schreibt es so deutlich in seiner Bibel. Sie machen sich Bildnisse von Stein und von Holz und von Ebenholz und was weiß ich nicht alles. Und sie haben Ohren und können nicht hören, haben Augen und können nicht sehen, haben Münder und können nicht sprechen. Aber hier die Bildnisse weinten. Ja, ja, ja. Weinende Madonna. Kennt ihr das nicht aus der römisch-katholischen Kirche? Wo die da Statuen weinen lassen, aus welchen, wie auch immer, mit welchen Tricks die da arbeiten. Die Bildnisse weinen. Ich finde, das ist so deutlich, dieses Buch, wenn man sich mal da ein bisschen drauf konzentriert und die Bibel dann nebenher nimmt. Das ist einfach fantastisch. Die Bildnisse weinten und klagten die ganze Nacht und am Morgen flogen sie dann fort an die Enden der Erde, ein jedes wieder zu seinem eigenen Tempel zurück. Und so entstand der Brauch. Jedes Jahr am 1. des Monats Tammuz, um Tammuz zu trauern und zu weinen. Hier finden wir natürlich all die Übertreibung des Götzendienstes wieder, wie sie in den chaldäischen heiligen Büchern steht, in denen Maimonides nachschlug. Aber es gibt keinen Grund, die dargelegte Tatsache zu bezweifeln, weder hinsichtlich der Art noch der Ursache des Todes von Tammuz. In dieser chaldäischen Legende wird gesagt, dass der Anführer des Abfalls durch den Befehl eines gewissen Königs sterben musste.
Wer konnte dieser König sein? Wer stellte sich so entschlossen der Anbetung des Himmelsheeres entgegen? Die Berichte über den ägyptischen Herkules liefern uns wertvolle Einsichten zu diesem Thema. Wilkinson bestätigt, dass der älteste Herkules, und zwar der ursprüngliche, ne, der ursprüngliche ist immer der älteste, derjenige war, der in Ägypten dafür bekannt war, durch die Kraft der Götter, das heißt durch den Geist, gegen die Riesen gekämpft und sie überwunden zu haben. Titel und Charakter des Herkules wurden von den Heiden zweifellos dem zugeschrieben, den sie als den großen Befreier oder Messias anbeteten, genau wie die Feinde der heidnischen Gottheiten als Riesen gebrandmarkt wurden, die sich gegen den Himmel auflehnten. Denken wir jedoch darüber nach, wer die wahren Riesen waren, die sich gegen den Himmel auflehnten. Denken wir da nochmal drüber nach. Es waren Nimrod und seine Mannschaft, denn die Riesen waren einfach die Gewaltigen, deren Führer Nimrod war. Wer war dann am geeignetsten dafür, den Widerstand gegen den Abfall von der ursprünglichen Anbetung die Stirn zu bieten? Wenn Sem zu jener Zeit lebte, Sem, der Sohn von Kusch, wenn Sem zu jener Zeit lebte, was fraglos war, wer war so geeignet wie er? Sem war der Sohn von Noah, ne? Und Sem hatte Kusch geboren. Also, wir sprechen hier jetzt über direkt nach der Flut. Wenn Sem zu jener Zeit lebte, was fraglos so war, wer war so geeignet wie er? In genauer Übereinstimmung mit dieser Schlussfolgerung steht die Tatsache, nicht Vermutung, Tatsache, dass einer der Namen des ursprünglichen Herkules in Ägypten Sem war. Wenn Sem nun der ursprüngliche Herkules war, der die Riesen überwand, und zwar nicht nur durch rein körperliche Kraft, sondern durch die Kraft Gottes oder den Einfluss des Heiligen Geistes, stimmt dies vollständig mit seinem Charakter überein. Darüber hinaus passt dies in bemerkenswerter Weise zu dem ägyptischen Bericht über den Tod des Osiris. Die Ägypter sagen, dass der große Feind ihres Gottes ihn nicht durch offene Gewalt überwand. Vielmehr brachte er ihn durch eine Verschwörung mit 72 führenden Männern Ägyptens in seine Gewalt, tötete ihn, schnitt dann seinen Leichnam in Stücke und schickte die einzelnen Teile in viele verschiedene Städte des Landes. Jetzt wird's interessant. Die wahre Bedeutung dieser Aussage wird verstanden, wenn wir uns die gerichtlichen Institutionen Ägyptens ansehen. 72 war genau die Zahl der bürgerlichen und geistlichen Richter, die nach ägyptischem Gesetz bestimmen mussten, was die Strafe für jemanden sein sollte, der eines solch schweren Verbrechens wie Osiris schuldig war, wenn man annimmt, dass dies ein Gegenstand gerichtlicher Untersuchung geworden war. Um einen solchen Fall zu entscheiden, wurden notwendigerweise zwei Gerichte eingeschaltet. Zuerst waren da die gewöhnlichen Richter, die Macht über Leben und Tod hatten und 30 an der Zahl waren. Daneben bestand ein Gericht aus 42 Richtern, die, wenn Osiris zum Tode verurteilt wurde, zu bestimmen hatten, ob sein Körper beerdigt werden sollte oder nicht. Denn vor dem Begräbnis musste jeder die schwere Prüfung dieses Gerichts bestehen. Da ihm die Beerdigung verweigert wurde, mussten notwendigerweise beide Gerichte eingeschaltet werden. Und so waren es genau 72 Personen unter dem Vorsitzenden Typho, der die Osiris dazu verurteilten, zu sterben und in Stücke geschnitten zu werden. Was berichtet nun die Aussage über die Verschwörung anderes, als dass der große Gegner des abgöttischen Systems, das Osiris einführte, diese Richter so von der Ungeheuerlichkeit seines Verstoßes überzeugte, dass sie den Täter einem schrecklichen Tod und anschließend der Schande überließen. Als Abschreckung für jeden, der nach ihm in seine Fußstapfen treten wollte. Deswegen straft man ja Übeltäter, dass andere abgeschreckt werden. Zum Zerteilen des toten Körpers und dem Versenden der zertrennten Teile in die verschiedenen Städte finden wir eine Parallele mit gleichzeitiger Erklärung im biblischen Bericht in Richter 19, Vers 29, wo es heißt, dass der tote Körper der Nebenfrau des Leviten zerteilt. Nebenfrau, was ist eine Nebenfrau? Eine Mätresse, Geliebte oder Konkubine.
dass der tote Körper der Nebenfrau des Leviten zerteilt und je ein Teil an alle 12 Stämme Israels gesandt wurde. Die gleiche Maßnahme wurde von Saul ergriffen, als er die 2 Paar Rinder zerstückelte und sie überall in das ganze Gebiet seines Königreichs sandte, wie wir im 1. Buch Samuel Kapitel 11 Vers 7 nachlesen können. Kommentatoren erkennen an, dass sowohl der Levit als auch Saul nach einem Brauch der Patriarchen handelten, nach welchem schnelle Rache diejenigen traf, die nicht zu der Versammlung kamen, die in dieser feierlichen Weise einberufen war. Dies wurde mit folgenden Worten Sauls ausgedrückt, als die Teile der geschlachteten Rinder an die Stämme geschickt wurden. Zitat: Wer nicht hinter Saul und hinter Samuel auszieht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen. Zitat Ende. Wenn also die zertrennten Körperteile des Osiris durch die 72 Verschwörer, mit anderen Worten durch die höchsten Richter Ägyptens, in die Städte gesandt wurden, kam dies genauso einer feierlichen Erklärung in ihrem Namen gleich. Zitat: Wer so handelt, wie Osiris es tat, dem wird es ebenso ergehen. So wird auch er in Stücke geschnitten werden. Zitat Ende. Als Gottlosigkeit und Abfall wieder im Anstieg begriffen waren, erregte diese Handlung der Obrigkeit an dem Anführer der Abgefallenen, um das System von Gottlosigkeit und Despotismus niederzuwerfen, das Osiris oder Nimrod errichtet hatte, natürlich tiefen Abscheu bei allen seinen Sympathisanten, und sie brandmarkten den Haupttäter, weil er daran Anteil hatte, als Typho oder der Böse. Wenn man bedenkt, mit welch körperlicher Kraft Nimrod unterstützt wurde, muss der Einfluss, den dieser verabscheute Typho auf das Denken der sogenannten Verschwörer ausübte, enorm gewesen sein. Es zeigt, dass er, obwohl seine Tat an Osiris verschleiert wird und er selbst mit einem hassenswerten Namen gebrandmarkt war, tatsächlich niemand anderes war als der ursprüngliche Herkules, der die Riesen durch die Kraft Gottes überwand, durch die überzeugende Macht seines Heiligen Geistes. In Zusammenhang mit dieser Eigenschaft Sems wird der Mythos leicht enträtselt, in welchem Adonis, der mit Osiris identisch ist, durch die Hauer eines wilden Ebers umkommt. Der Hauer oder Stoßzahn eines wilden Ebers war ein Symbol. In der Heiligen Schrift wird ein Stoßzahn als ein Horn bezeichnet. Bei vielen klassischen Griechen wurde er ebenso betrachtet. Wenn man weiß, dass ein Stoßzahn gemäß der Symbolik des Götzendienstes als Horn betrachtet wird, muss man nicht weit nach der Bedeutung der Hauer des Ebers suchen, durch welche Adonis umkam. Die Stierhörner, die Nimrod trug, waren das Symbol körperlicher Kraft. Die Eberhauer waren das Symbol geistlicher Kraft. Da Horn Kraft bedeutet, meint ein Stoßzahn also ein Horn im Maul oder Mund. Kraft im Mund, mit anderen Worten die Kraft der Überzeugung. Dieselbe Kraft, mit welcher Sem, der ursprüngliche Herkules, auf so markante Weise ausgestattet war. Selbst von den alten Überlieferungen des Gael erhalten wir einen Beweis, der diese Vorstellung der Kraft im Mund illustriert und sie mit jenem großen Sohn Noahs in Verbindung bringt, auf dem nach der Heiligen Schrift der Segen des Höchsten in besonderer Weise ruhte. Der keltische Herkules wurde Herkules Ogmius genannt, was im Chaldäischen Herkules der Beweinende bedeutet. Kein Name könnte für die Geschichte Sems geeigneter und anschaulicher sein. Außer unserem Urvater Adam gab es wohl nie einen anderen Mann, bei dem so viel Kummer, begegnete wie ihm. Warum? Ja. Er sah nicht nur einen gewaltigen Abfall, der ihn in seinem Sinn für Gerechtigkeit und als Zeuge der furchtbaren Katastrophe der Sintflut zutiefst bekümmert haben muss, sondern er lebte, um 7 Generationen seiner Nachkommen zu begraben. Die Zahl 7 ist eine göttliche Zahl, steht für Perfektionismus in der Bibel. Und wir sprechen hier immerhin über einen der Überlebenden der Sintflut. Er lebte, um 7 Generationen seiner Nachkommen zu begraben. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr die 7 Generationen, die ihr in die Welt gesetzt habt, überlebt,
eure Kinder und eure Kindeskinder überleben musst, sehen, wie die alle wegsterben und ihr lebt noch? Könnt ihr euch das vorstellen, was das für einen Menschen bedeutet, den Verlust seiner Familie hinnehmen zu müssen, seiner Kinder? Wieder und wieder und wieder über 7 Generationen hin? Ich glaube nicht, dass der Autor hier übertreibt, wenn er sagt, dass außer Adam, der hat natürlich auch viel Kummer und auch viel Tod gesehen, so alt wie er wurde, es wenig Menschen in der Geschichte gab, die so viel Kummer haben ertragen müssen. Er lebte nach der Sintflut noch 502 Jahre. Und da sich das Menschenleben nach diesem Ereignis rapide verkürzte, starben nicht weniger als 7 Generationen seiner direkten Nachkommen vor ihm. Und wir können das nachlesen in Genesis Kapitel 11 in den Versen 10 bis 32. Wie passend war der Name Ogmios, der Beweinende oder Trauernde, für einen, der eine solche Geschichte hatte. Wie soll nun dieser trauernde Herkules Ungeheuerlichkeiten niedergerissen und Falsches abgeschafft haben? Nicht durch seine Keule wie der Herkules der Griechen, sondern durch die Kraft der Überzeugung. Es wird dargestellt, wie ihm viele Menschen folgten, gezogen durch feine Ketten aus Gold und Bernstein, die durch die Ohren gefädelt waren und aus seinem Mund kamen. Ich habe mal gesucht, versucht, da ein Bild von zu finden, aber nicht gefunden. Müsst ihr euch also mal vorstellen jetzt hier. Es wird dargestellt, wie ihm viele Menschen folgten, gezogen durch feine Ketten aus Gold und Bernstein, die durch ihre Ohren gefädelt waren und aus seinem Mund kamen. Es besteht ein großer Unterschied zwischen den zwei Symbolen, den Hauern eines Ebers und den aus dem Mund kommenden goldenen Ketten, die gewillte Menschen an den Ohren führten. Gewillte Menschen. Beide jedoch illustrieren sehr schön dieselbe Vorstellung. Die Macht jener Überzeugungskraft, die Sem eine Zeit lang befähigte, dem Strom des Bösen zu widerstehen, der sich schnell über die Welt ausbreitete. Sem hatte also so machtvoll auf das Denken der Menschen eingewirkt, dass er sie dazu brachte, an dem großen Abtrünnigen ein schreckliches Exempel zu statuieren. Und die abgetrennten Glieder dieses Abtrünnigen waren an die wichtigsten Städte gesandt worden, in welchen zweifellos dessen System etabliert war. Sollte der Götzendienst weitergehen und vor allen Dingen Fortschritte machen, so war es natürlich unter diesen Umständen unerlässlich, dass dies im Geheimen geschah. Man will ja sein Leben nicht riskieren, ne? Der Schrecken einer Hinrichtung, die über einen so mächtigen wie Nimrod verhängt wurde, machte es notwendig, dass man ein Höchstmaß an Vorsicht walten ließ, zumindest für einige Zeit. Unter diesen Umständen nahm dann höchstwahrscheinlich jenes System des Geheimnisses oder Mysteriums seinen Anfang, das sich ausgehend von Babylon über die ganze Welt ausgebreitet hat. Habt ihr das gut verstanden? Unter diesen Umständen nahm dann höchstwahrscheinlich jenes System des Geheimnisses oder Mysteriums seinen Anfang, das sich ausgehend von Babylon über die ganze Welt ausgebreitet hat. Es steht geschrieben in Offenbarung 17. Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Jetzt wissen wir, wo es seinen Ursprung hat. Direkt nach der Flut sind eben dann diese Geheimnisse in die Welt gebracht worden, um im Geheimen diese Götzen anzubeten, den Götzendienst. Weil wenn man es offen tat, starb man einen sehr schwierigen Tod. Unter diesen Umständen nahm dann höchstwahrscheinlich jenes System des Geheimnisses seinen Anfang, das sich ausgehend von Babylon über die ganze Welt ausgebreitet hat. In diesen Mysterien wurden die Menschen unter dem Siegel der Verschwiegenheit und der Sanktion eines Eides und durch all die reichlichen Quellen der Zauberei schrittweise zu all dem Götzendienst zurückgeführt, der öffentlich unterdrückt worden war.
Siegel der Verschwiegenheit und der Sanktion eines Eides. Liebe Brüder und Schwestern, zwei Dinge, die absolut von Gott verboten sind. Und wir haben gerade gelesen, warum. Gleichzeitig wurde diesem Götzendienst neue Gesichtszüge hinzugefügt, die ihn noch gotteslästerlicher machen als zuvor. Dass Zauberei und Götzendienst Zwillinge waren und gleichzeitig auf die Welt kamen, darauf finden wir reichliche Hinweise. Von ihm, Zoroaster, sagt man, so der Historiker Justinus, dass er der Erste war, der Zauberkünste erfand und dass er am fleißigsten die Bewegungen der himmlischen Körper studierte. Der Zoroaster, von dem Justinus spricht, ist der baktrische Zoroaster oder allgemein wird dies als Fehler angesehen. Stanley schließt in History of Oriental Philosophy, dass dieser Fehler aus einer Namensähnlichkeit entstanden ist. Er sagt, dass aus diesem Grunde dem baktrischen Zoroaster das zugeschrieben worden war, was eigentlich dem chaldäischen galt, da man sich nicht vorstellen kann, dass der baktrische der Erfinder dieser Künste war, in welchen der chaldäische, sein Zeitgenosse, solches Geschick zeigte. Nun, vielleicht fragt ihr euch langsam ab, was erzählt denn der da? Was ist denn baktrisch? Was ist ein baktrischer Zoroaster? Auch diesen Link werde ich in die Beschreibungsbox des Videos mit eingeben und werde euch kurz erklären, was baktrisch ist. Das griechisch-baktrische Königreich war ein antiker Staat des 3. und 2. Jahrhunderts vor Christus, der von Diodotos dem I., einem Statthalter der griechischen Seleukiden in Baktrien, gegründet wurde. Das Reich dehnte sich in seiner größten territorialen Ausdehnung bis nach Hindustan, also in Indien, aus. Nach der Reichsteilung in einen gräko-baktrischen und gräko-indischen Staat bestand es nach dem Verlust Baktriens an zentralasiatische Reiter- und Nomadenvölker in Gandhara und Punjab bis in das 1. Jahrhundert vor Christus als indo-griechisches Königreich fort. Also, er sagt, dass aus diesem Grunde dem baktrischen Zoroaster das zugeschrieben worden war, was eigentlich den chaldäischen galt, da man sich nicht vorstellen kann, dass der baktrische der Erfinder dieser Künste war, in welchen der chaldäische, sein Zeitgenosse, solches Geschick zeigte. Epiphanius war vor ihm offensichtlich zu derselben wichtigen Folgerung gekommen. Aufgrund der Hinweise, zu denen er zu seiner Zeit Zugang hatte, behauptet er, es sei Nimrod, der die Wissenschaften der Zauberei und der Astronomie einführte, deren Erfindung später dem baktrischen Zoroaster zugeschrieben wurde. Da wir sahen, dass Nimrod und der chaldäische Zoroaster dieselben Personen sind, harmonieren die Folgerungen der frühen und modernen Erforscher der chaldäischen Antike vollständig miteinander. Das geheime System der Mysterien nun macht es ungemein einfach, die Sinne der Eingeweihten mit Hilfe zahlreicher Kniffe und Kunstgriffe der Zauberei zu beeindrucken. Und dieselbe Beeindruckung funktioniert heute noch. Durch Zuhilfenahme von uns unbekannten oder noch ungewohnten Techniken. Denkt da mal drüber nach, wie zum Beispiel Hologramme, Project Bluebeam, Harp, Gedankenbeeinflussung und so weiter. Denkt da nochmal drüber nach. Das geheime System der Mysterien nun machte es ungemein einfach, die Sinne der Eingeweihten mit Hilfe zahlreicher Kniffe und Kunstgriffe der Zauberei zu beeindrucken. Der Eingeweihten. Wie einfach ist es dann, das bei den Uneingeweihten zu tun? Und da meine ich eben die Sachen, wie wir sie heute kennen. Hologramm, Project Bluebeam, Harp, Gedankenbeeinflussung, Hypnose und so weiter und so weiter. Ungeachtet all der Sorgfalt und der Vorsichtsmaßnahmen derer, die diese Einweihungen leiteten, ist genug durchgesickert, um uns einen klaren, einen sehr klaren Einblick in ihren wahren Charakter zu geben. Was nun der Einblick in ihre wahre Charakter ist, das werde ich im zweiten Teil dieser Lesung machen, weil wir jetzt mit 59 Minuten am Ende des ersten Teils angekommen sind. Auf Seite 68 oben bin ich hingekommen. Das waren ja dann doch ein paar Seiten, die ich jetzt gerade gelesen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Und
Der zweite Teil wird nicht lange auf sich warten lassen. Den werde ich ganz, ganz schnell hier nachveröffentlichen und wahrscheinlich sogar ein Video machen von beiden Teilen zusammen, weil es zusammen gehört. Aber wir werden uns ja jetzt mit dem Charakter ein bisschen mehr beschäftigen im zweiten Teil. Das wird ja interessant. Und ja, das ist so wie die Karotte, die man dem Esel vors Maul hält, dass er läuft, ne? So mache ich das auch, dass wenn ihr das geschaut habt, dass ihr sagt, ich will den nächsten Teil haben. Jörg, mach hinne! Mache ich auch. Mache ich auch. Versprochen. Also, das war der Teil von dem Buch jetzt über das Kind wird zum Gott erhoben und da machen wir dann im zweiten Teil später mit weiter. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch und behalte euch in seinem Glauben, ganz sicher. Bis dann. Tschüss.